So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und die Frage zuerst, kennt ihr das? Es ist X-Raid und keiner geht hin. So kommt es mir zumindest heute vor, denn es ist Sonntag, der 22. September. X-Raid, Brücke der Technik, ist ja nicht mal Schwimmbad, sondern Brücke der Technik. Da geht sonst immer der Bär, der Lutz, der Putz, der was auch immer. Aber ich glaube, die Leute sind entweder nicht gehypt, weil es immer noch Deoxys ist, oder es spielen einfach gar keine Leute mehr, deswegen hat auch keiner eine Einladung. Ich selber habe auch gar keine gehabt, ich wurde nur von der Annika eingeladen. Jetzt habe ich 10-mal in der Gruppe gefragt, wer hat X-Raid-Einladungen, wer hat Bock, wer kommt? Niemand. Gut, wir laufen jetzt trotzdem mal hin. Gucken mal, wer so da ist, ob jemand da ist, ob wir den Raid machen können. Und der nächste Raid, die nächsten Einladungen für Schwimmbad sind ja auch schon raus. Das ist aber immer noch Deoxys. Aber jetzt, die nächsten, die ab 25. September rausgehen, ist dann Mewtwo mit Spukball als Shiny, als womögliches Shiny. Ist ja nicht garantiert. Wir laufen jetzt mal weiter. Ich hoffe, der Flo ist wenigstens da. Da gibt es dann wenigstens Sonntags-Mittags-Bierchen. Und ansonsten haben wir nachher noch eine weitere Gen 5 Entwicklung für euch, aber erstmal gucken, was mit dem Raid wird. So, da ist der X-Raid also auf und wir stehen hier mit begrenzten Mitteln. Wir sehen es hier, der Flo ist also angekommen, die Lina ist auch am Start. Ne? Drei Leute, drei Accounts, sagen wir mal. Ne, es sind vier, aber der eine zählt nicht. Wir gehen einfach mal rein, wir gucken mal, ob wir was schaffen oder auch nicht, wenn nicht. Gibt es halt keinen Deoxys mehr. Einfach mal den Pass einwerfen. Der Harald hatte sich auch eingetragen. Weiß ich nicht, ob der jetzt hier mitmacht, ob der drüben, das sind ja schon, die sind ja alle drin, oh mein Gott. Mal gucken, ob sie drin bleiben, mal gucken, ob es so weitergeht. Das sieht doch eigentlich gut aus. Der Flo hat 9 Accounts selber, deswegen ist es jetzt so viel. Nix. Steht auch Lift Up Raider 1, Lift Up Raider 2, Lift Up Raider 3, Lilienrasur. Alles deine, gib's doch zu. Natürlich nehmen wir wieder Despo da mit Bissknirscher. Und das ist jetzt also der letzte Deoxys Raid, den wir jetzt erstmal auf der Matte haben. Weil fürs Schwimmbad, wie gesagt, habe ich nichts bekommen. Und alles, was danach rausgeht, wieder für Brücke wahrscheinlich, wird dann schon der neue X-Raid sein mit Mewtwo, Spukball als Shiny. Marlina, hast du auch schon einen Shiny Mewtwo? Hat der Flo schon einen Shiny Mewtwo? Ja! Tja, und der Ramses hat auch eins, so muss das sein. Kein einziges. Kein einziges. Warum denn? Die sitzen doch überall. Ja, nachher machst du noch einen mit. Hast du ja jetzt ein Pass, hast du ja gesagt. Wir machen jetzt den Kampf und dann gucken wir mal, ob es wenigstens noch ein gutes ist zum Abschied. Wenn nicht, dann halt nicht. So. So, da ist es auch schon down, schon, ne? Mit tatkräftiger Mithilfe. Ich denke trotzdem, alleine hätten wir es nicht geschafft. Hatten jetzt eigentlich nur Glück, dass die anderen alle drin waren. Ist auch die nächste Aufgabe fertig. Kämpfe in einem Raid und wir haben ein 16.6. Das ist nix. 16.45 muss es ja, glaube ich, haben. Habt ihr was Gutes? 16.3, 16.4, 16.14, alles Quatsch, braucht man nicht. Gut, das letzte Deoxys, wir fangen es noch schnell und dann werden wir noch was entwickeln. Heute wird es dusselig, sage ich nur, da könnt ihr vielleicht schon erraten, was es sein wird. Klasse, da hat sich's aufgehangen, trotzdem ist es drinnen geblieben. Das nehmen wir mal mit und jetzt zeigt man gleich mal, wie schlecht das ist. Angriff auf 15, ja, das ist doch eigentlich richtig gut, ne? Aber jetzt suchen wir noch was, wir wollen nämlich was entwickeln. Eins, was ich richtig genial finde, das Dusselgur. Da habe ich jetzt 3 Stück noch aufgehoben, habe ein paar Bonbons gesammelt und ich finde das immer noch viel genialer als Taubsi. Das Taubsi, das guckt immer so böse. Das Dusselgur, das guckt einfach immer so verwirrt.
Das werden wir jetzt mal entwickeln. 12 Bonbons, da können wir wieder kräftig farmen und EP sammeln. Vielleicht hätte ich auch mal den Ton anmachen sollen. Da saß auch die Weiterentwicklung schon ein paar Mal in der Nearby-Liste, aber ich wollte die natürlich nicht fangen. Ich wollte warten, bis ich es entwickeln kann. Ja, jetzt sieht es auch hässlich aus. Also entwickelt nicht euer Dusselgur. Lasst das so klein und niedlich, wie es ist. Der Akku ist auch gleich leer. Was war da denn los? Ein Navitaub. Und Navitaub wird zu... Da fehlt jetzt wieder der Pokémon-Experte Marco, der jetzt schon rausposaunt. Ist aber leider nicht mehr da. Wir haben ein... Was wird Navitaub? Komm. Ganz taub. Ganz taub. Navitaub. Jetzt hat es auch noch einen grünen Bauch. Das ist cool. Oh, ist plötzlich ein Shiny, genau. Deswegen hat es jetzt einen grünen Bauch. Sehr schön. Nein, das ist irgendwas mit Fasan, oder? Fasanoob. Und ein Fasanoob. Noob? Noob? Fasanoob? Noob wird ja mit 2p geschrieben. Habt ihr auch schon einen Fasanoob? Nob? Fasanob entwickelt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr Dusselgur beim Kampf Dusselgur gegen Taubsi? Was ist euer Lieblingstäubchen? Eigentlich ist ja Taubsi ist ja gar keine Taube. Dusselgur ist eine Taube. Warum heißt das nicht Taubsi? Das ist genial. Wir werden gucken, ob wir noch einen Fünfer jetzt hinkriegen. Der Viant wartet auch irgendwo. Den sollten wir Bescheid sagen. Stolpersteine geht noch 15 Minuten. Vielleicht können wir die noch dranhängen. Das aber nicht mehr in der Sendung. Hattet ihr heute auch X-Raid? Schreibt's mal rein. Habt ihr noch ein gutes oder habt ihr überhaupt ein hundertprozentiges Deoxys in eurer Sammlung? Schreibt's alles rein. Wir hauen ab. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.